Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 Pro auf der Karte Mühlenkreis Mittelland. Und ja, wir stehen hier auf meinem Hof. Und das letzte Mal haben wir ja da verzweifelt versucht, hier die Hühner hinzustellen. Das hat dann irgendwann funktioniert. Das läuft. Einfach gelegt haben sie noch nichts. Sonst hat sich hier am Hof weiter noch nichts getan. Sollen auch erstmal auf den kleinen Hof hier die einzigen Tiere bleiben. Ich will da eigentlich mehr Pflanzenproduktion betreiben. So, dann haben wir hier Soja geladen. Das Soja will ich gerade verkaufen. Und hoffe natürlich, damit ich da genug Geld mitmachen kann. Können wir aber nicht. Ich hätte natürlich gerne ein Silo mir gestellt, damit ich hier das Zeug einlagern kann. Da muss ich hier noch das Feld weitermachen. Das sehen wir gerade. Das ist noch nicht ganz. Da haben wir schon, glaube ich, Raps drauf gemacht. So, wir haben ja da ein paar neue Anhänger oder jedenfalls neue auf unseren Hof. Neu sind sie auch nicht, aber sehen halt einfach cool aus. So, wir fahren zu Vestag, glaube ich, heißt das. Da gibt es fast 2000 für die Tonne Soja. So, hier sind noch ein paar schöne Wiesen. Hab nämlich schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mit Silageballen auch erstmal Geld machen sollte hier. Weiß zwar nicht, wie da so die Preise sind. So, wo ist denn hier der komische Laden? Bin ich schon vorbei oder was? Ne, kommt erst noch. Ah, das ist hier im engen Dorf hier drin. Das funktioniert bis jetzt ganz gut hier mit die Drehschäme, muss ich sagen. War doch ein guter Kauf. Finde ich noch cool, die Waage funktioniert hier tipptopp. Aber hier mit die Drehschemel muss ich sagen, sind wir jetzt gut hier durchgekommen.
So, was ist eigentlich der weitere Plan hier auf der Karte? Da müssen wir uns ja mal einschmieden. Also ich wollte ja gerne Pflanzenproduktion hier betreiben und da ordentlich Equipment zu kaufen. Mittlerweile ist es aber so, damit ich eigentlich über die Runden komme, aber eigentlich zu wenig Einnahmen habe pro Tag, damit ich da mit großen Schritten vorwärts komme. Wir haben noch sehr viele Mietgeräte. Ich sag, jetzt haben wir schon fast wieder 50.000 auf dem Konto. Ein bisschen Schulden haben wir auch. So, das ist das nächste Feld hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen Soja drin. Deswegen halte ich hier an. Also mein Ziel wäre eigentlich 120.000 gewesen. Da hätte ich mir ein schönes großes Silo hinstellen können. Das sieht aber momentan erstmal schlecht aus. So, hier haben wir auch noch 8.000 drin. So, wir haben auf jeden Fall den Drescher gemietet, den haben wir noch den Ladewagen gemietet, wo ich überlege, vielleicht gebe ich den auch wieder zurück. Und wir haben die Sämaschine gemietet, wir haben den Düngestreuer gemietet. Wir haben eigentlich zu viel gemietet. So, mal schauen, ob wir da noch ein paar Missionen noch machen könnten. Erntemission mit dem Drescher, das lohnt mich, weil die Zeit, was wir da mit dem Drescher nachher für die Mission brauchen, das geht natürlich wieder zu Lasten auf unser Konto. Und da kriegen wir hinterher nichts raus. Das funktioniert nur mit dem eigenen Drescher, den wir noch nicht haben. Also wir sollten unbedingt mal mit unserer Bank sprechen, ob die uns nicht noch einen Kredit geben, damit wir wenigstens ein Silo stellen können auf dem Hof, damit wir doch auch, wenn schlechte Preise sind, wenigstens das Korn mal einlagern könnten. So, dann fahren wir mal zum Hof.
Wir brauchen mindestens so, würde ich sagen, wahrscheinlich 80.000 noch. Damit wir ein Silo stellen können und damit wir noch ein bisschen Geld haben für Saatgut und Dünger. Ansonsten kommt das natürlich auch zu kurz. So, wir schauen uns am besten erstmal einen Platz an, wie wir das am besten auf dem Hof einrichten. Es kommt eigentlich, so viel kommt eigentlich gar nicht hin auf dem Hof, sage ich mal. Es kommt jetzt noch ein Silo, dann kommt irgendwann noch eine Halle, wo vielleicht ein, zwei Geräte hinstellen können, habe ich mir gedacht. Und viel mehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ein Waschplatz. Den Hühnerstall konnte ich hier nicht dicht daran stellen, deswegen ist der da. Aber ich stelle jetzt mal den Anhänger hier hinten noch an der Seite hin. Das passt noch. So. So, das ist der Ladewagen, den wir bloß gemietet haben. Den werde ich, glaube ich, auch mal zurückgeben. Später. So, wie machen wir das am besten? Also wir haben jetzt ein Okay bekommen von der Bank, wir können uns da noch Kredit holen. Müssen wir bloß... So. Könnten das hier an der Seite machen. Da drauf fahren, abkippen und ringsherum um den Hühnerstall wieder zurückfahren. Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal zur Bank. Noch Geld leihen. Ich würde sagen so. Dann schauen wir mal im Shop. Haben wir das letzte Mal schon geschaut bei Silos und ich war ja da so fasziniert von den Teilen hier. Da sehen wir schon, kein Platz. Also meine Idee wäre ja so. Da kann ich hier rauffahren auf dem Hof. Kipp es da ab. Und da hinten kann ich es wieder aufladen, aber das ist verdammt groß. Riesig. Da passt es natürlich nicht. Da würde das auch noch gehen. Meine Güte, das ist aber auch was riesig.
Also die Idee ist ja hier bei der Einfahrt hier rauf zu fahren. Da können wir gleich hier rumziehen. Was blockiert jetzt wieder? Da abkippen. Und dann um den Hühnerstall quasi drum fahren. Oder noch Platz bei den Hühnern? Jo. Die wird sagen, wir müssen das so hinstellen. Ja, ich bin mir da noch nicht so richtig schlüssig. Das ist aber auch gigantisch. Wenn wir es so stellen, haben wir auch nicht mehr Platz. Müssen wir da rumfahren. Ja, wir machen das so, wie die erste Idee war. Die erste Idee ist immer die beste. Oh, ich stehe mittendrin. Ich komme nicht raus. Sagt nicht, das hängt in der Luft. Ne. Alter Vater, ist das ein Silo? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hier. Bei die Einfahrt rauf. Hier rumgezogen, reingekippt und oder wir machen vielleicht hier auch noch eine Einfahrt. Mal gucken, müssen wir noch ein bisschen umgestalten. So, wir haben noch 11.000, haben jetzt natürlich ein bisschen mehr Schulden. Jo. Also das ist schon mal ready. Das ist nicht schlecht. So, da können wir, glaube ich, aber nicht alles einlagern. Stroh funktioniert nicht, aber das ganze andere Zeug, das würde gehen. So, ich weiß gar nicht, wo es am meisten gibt fürs Stroh. Aber das ist ja mal Gewalt. Gewaltig das Silo. Da geht natürlich auch eine Menge rein, wenn wir da gucken. Das ist ja nicht bloß so, damit es so groß aussieht. Da gehen natürlich 480.000 Liter rein. Es gibt sogar Schweinefutter rein. Okay. Und dann kann man zum Beispiel noch Erweiterung kaufen, wie das da. Und dann kann man da nochmal 240.000 Liter mehr lagern. Ja, ob das irgendwann so weit kommt, weiß ich nicht. So, ich würde sagen, ich gebe mal noch das Stroh ab. Dann mal gucken, wo noch der beste Preis ist. Und dann müssen wir den Ladewagen loswerden. Ja, gehen wir wieder zurück. Getreidemühle. Getreidemühle? Wo ist denn die? Ganz da unten hinten. Wie komme ich denn da wieder hin? Viehhändler. Ja, eigentlich muss ich bloß die Straße runter, immer geradeaus. Jetzt haben wir natürlich die Chance, unsere Frucht zu lagern.
den Preis ein bisschen im Auge zu behalten und wenn er hoch genug ist, das Zeug zu verkaufen. Ja, das wollte ich eigentlich schon lange, das Silo. Wir haben die Hühner, die ich wollte, das Silo. Und jetzt kommt ja noch irgendwann mal eine Halle gestellt. Der ganze Hof soll eigentlich noch einen Zaun ringsherum. Und dann ist eigentlich, ja, Waschplatz noch. Was zum Waschen. Das kommt dann, wenn wir die Halle machen. Dann ist der Hof eigentlich schon so gut wie fertig. Ist denn aber vielleicht nicht der einzige, der hier hinkommt. So, ich muss mal gucken, ob es für die PlayStation, für die Konsole auch das realistische Lenkverhalten hier gibt. Das würde natürlich hier auch noch viel ausmachen. So, ich glaube, das ist ganz am Ende hier vom Dorf. Weiß gar nicht, war ich schon mal bei der Getreidemühle? Ich glaube, einmal habe ich da schon mal was abgegeben. So, ich nehme mal an, das ist hier 29.277. Stroh ist nicht so teuer, so schwer, meine ich. Ach du meine Nase, hier komme ich doch nicht durch. Ah, hat die Dachin aber noch Glück gehabt. Noch irgendwie verkehrt gefahren. So, jetzt muss ich das Ding noch zum Händler bringen. Zurückgeben. Ich glaube, das mache ich noch. Und ja, und weiteren Ladewagen gibt es erstmal nicht geben. Wir werden uns mal ein bisschen auf Soja und Raps spezialisieren. Dann brauchen wir auch kein Stroh abfahren. Wenn das finanziell dann irgendwann besser aussieht, werden wir uns dann eine Presse kaufen und können dann Ballen machen. Ballen können wir dann auch irgendwo zwischenlagern. Kaufen wir uns vielleicht noch irgendwie ein Stückchen, was wir dann, wo wir dann die Miete machen und können dann auch Ballen lagern und verkaufen, wenn der Preis gut ist. So, hier rein.
So, gut, haben wir das auch gemacht. Also der Trecker ist, glaube ich, auch ein guter Kauf gewesen. Bin eigentlich ganz zufrieden. Hat jetzt schon ein paar Stunden, eine Stunde 30, okay, runter. Aber ich finde ihn ganz cool. Macht da seine Arbeit, kann ich sehr gut gebrauchen. Muss jetzt demnächst gleich mal Unkraut bekämpfen, wahrscheinlich. Ja, aber ich würde sagen, dann verabschiede ich mich erstmal, werde da ein bisschen weitermachen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, hoffentlich mit ein bisschen mehr Geld, ein bisschen größeren Fortschritt. Ich gebe mir Mühe, ich werde da ein bisschen arbeiten. Boah, das Silo ist aber auch groß. Guck doch mal, das ist von hier hinten. Das ist fast das Höchste hier, was es überhaupt gibt. Da muss auf jeden Fall Pflanzenproduktion vorantreiben und da ordentlich was auf die Beine stellen. Okidoki, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.